Hallo Leute, Apple hat die Beta 4 von iOS 12 veröffentlicht und zum einen möchte ich euch in diesem Video zeigen, was es alles zu Beta 4 zu sagen gibt, was ihr so darüber wissen müsst und zum anderen möchte ich euch aus meiner Erfahrung berichten und euch grundsätzlich mal sagen, wie alltagstauglich ist iOS 12 denn schon mit der Beta 4. Die erste sichtbare Veränderung findet sich in den Einstellungen unter dem Punkt mobiles Netz. Da habt ihr ja da unten eine ganze Liste von Apps, wo euch für jede App angezeigt wird, wie viele mobile Daten bei dieser App verbraucht werden. Diese Liste war zuvor immer alphabetisch geordnet, jetzt wird sie nach Datenverbrauch, also nach Größe des Datenverbrauchs geordnet. Und das ist super, finde ich. Aus irgendeinem Grund ist aber bei mir hier 4,3 GB deinstallierte Apps, obwohl es da keine App gibt, die ich gelöscht habe. Das muss ein Fehler noch sein wahrscheinlich. Aber grundsätzlich wird sie nach Größe jetzt geordnet. Zuvor musste ich hier immer durch die Liste gehen und mir selber anschauen, welche ist hier die größte und das immer vergleichen. Jetzt wird mir das direkt hier auf einen Blick angezeigt. Also darüber freue ich mich auf jeden Fall sehr. Als nächstes gehen wir zu iMessage, da habt ihr ja unten die ganzen Sticker mit den verschiedensten Apps, die halt ihre Sticker da anzeigen und die Aktivitäten-App, die hat jetzt unter iOS 12 auch Sticker. Das war schon unter der Beta 1 so, aber unter der Beta 4 sind hier neue Sticker dazugekommen und hier auf einen Blick möchte ich euch mal alle Sticker zeigen, die es so gibt von der Aktivitäten-App. Da gibt es auf jeden Fall einige lustige Sachen dabei, finde ich. Gut, als nächstes bleiben wir aber bei der Aktivitäten-App. In der App selber nämlich, wechseln wir da schnell hin, ist es jetzt so, dass von euren Trainings diese Icons hier erneuert wurden. Die hatten vorher so einen grünen Ring rundherum, ähnlich wie das mit dem blauen Ring da oben, aber bei den grünen ist das jetzt ein bisschen überarbeitet worden, optisch einfach. Neu in iOS 12 ist ja die Measure-App, jetzt wird sie Maßband genannt im Deutschen, das war schon unter der Beta 2 oder Beta 3 so. Ich wurde darauf in den Kommentaren hingewiesen. Vielen Dank an dieser Stelle, das war mir gar nicht aufgefallen, also jetzt haben wir auch hier eine deutsche Bezeichnung dafür. Eine weitere Neuerung gibt es bei der App Store Suche, funktioniert bei mir noch nicht. Ich habe aber schon einige gesehen, bei denen das unter der Beta 4 funktioniert. Wenn ihr da irgendwas in der Suche eingibt, werden euch nicht nur die normalen Suchergebnisse angezeigt hier, wo einfach diese Lupe hier daneben ist, sondern es werden auch Entwickler als Suchergebnis angezeigt. Da ist dann hier ein anderes Symbol und genauso auch ein anderes Symbol für Stories. Und Stories werden also auch in der Suche vom App Store jetzt mit einbezogen. Stories sind diese Dinge, die ihr da immer bei der Heute-Ansicht seht, wo Apps einfach vorgestellt werden, wo dann immer so ein Text dazu steht. Bei manchen Apps steht wirklich eine ganze Geschichte, also eine Vorgeschichte und so dabei. Und das wurde eben auch, wie gesagt, in die Suche jetzt mit reingenommen. Eine weitere Sache, die sich nicht unter der Beta 4, sondern allgemein unter iOS 12 geändert hat, sind diese ganzen Icons hier unten von diesen ganzen Optionen, die ihr da habt. Da wurden die meisten optisch etwas überarbeitet, haben einfach vorher ein bisschen anders ausgesehen und haben eben unter iOS 12 ein kleines Redesign erhalten. Vor kurzem, genau genommen am 16. Juli, war der Welt-Emoji-Tag. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Da hat Apple allerdings angekündigt, dass es mit iOS 12 über 70 neue Emojis geben soll. Die sollen aber erst mit der finalen Version dazukommen. Wir sehen hier ein paar Gesichter als Beispiel mit verschiedenen Hautfarben. Auch hier einige Beispiele, was diese Dinge angeht. Auch hier bei den Tieren haben wir neue Dinge dabei, auch was das Essen und Gemüse und solche Sachen angeht. Das sind aber nur ein paar Beispiele. Wie gesagt, über 70 neue Emojis kommen aber noch nicht mit der Beta 4, sondern sollen dann mit der finalen Version da sein. Dann möchte ich noch kurz auf Bugs zu sprechen kommen. Also Fehler in iOS 12, da wurde nämlich unter der Beta 4 ganz schön aufgeräumt. Wenn ihr mal den Changelog anschauen würdet, würdet ihr sehen, dass da wirklich sehr viele gröbere Fehler behoben wurden. Allerdings hauptsächlich waren das gröbere Fehler, die neue Funktionen von iOS 12 betreffen. Es gibt noch sehr viele Fehler, die Apple bekannt sind, die noch behoben werden. Das steht auch dort. Aber wie gesagt, unter der Beta 4 wurde hier wirklich eine große Menge an gröberen Fehlern behoben. Soll also insgesamt etwas besser und stabiler laufen. Was aber die Performance angeht, kann ich wirklich sagen, dass ich immer noch, das sage ich eigentlich bei jeder Beta, aber es ist tatsächlich so, dass von Beta zu Beta die Performance gefühlt immer um ein Stück besser wird. Damit meine ich nicht, dass sich Dinge schneller öffnen, sondern dass das Ganze ein bisschen flüssiger läuft, weniger ruckelt oder so, obwohl es auch schon vorher nicht geruckelt hat. Aber es läuft einfach noch geschmeidiger alles, noch ein bisschen zügiger. Hier wird einfach weiter optimiert und unter der Beta 4 spürt man das wieder einmal, muss ich sagen. Und damit möchte ich gleich zur Frage kommen, ist iOS 12 denn unter der Beta 4 schon alltagstauglich? Da kann ich aus eigener Erfahrung mal Folgendes berichten. Ich benutze iOS 12 auf meinem iPhone 10 schon seit der Beta 1 im Alltag und es läuft und lief damals schon unter der Beta 1 für eine Beta überraschend gut. Das hätte ich nicht so erwartet. Ich hatte tatsächlich seit der Beta 1 so gut wie kein Problem, lediglich GPS-Probleme unter der Beta 1 und Beta 2. Die wurden aber schon behoben. Aber ansonsten läuft hier alles wirklich wunderbar und ohne Probleme. Ich hatte keine einzige App, die bisher abgestürzt ist, auch von Drittanbietern. Nichts hat sich aufgehängt, alles läuft wunderbar schnell. Akkulaufzeit ist
ja, wie gewohnt, sage ich mal. Bei manchen ist sie sogar besser geworden, was ich so in den Kommentaren lese. Gerade die Performance ist wirklich spürbar besser geworden, vor allem auf älteren Geräten, aber auch eben auch auf neueren wie dem iPhone 8 oder iPhone 10. Also ich würde sagen, man kann, glaube ich, nichts falsch machen, wenn man das schon im Alltag benutzt. Falls es Probleme geben sollte, kann man aber jederzeit auf iOS 11 zurückkehren. Das kostet einfach nur Zeit und Beschäftigung, man muss eben das iPhone wiederherstellen. Dazu gibt es einige Anleitungen im Internet dazu, wie man das macht. Ist keine schwere Sache und es gibt, wie gesagt, auf jeden Fall ein Zurück, falls es problematisch werden sollte. Ja, im Prinzip war es das dann auch schon mit der Beta 4 von iOS 12. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt in die Kommentare und ich antworte euch gerne drauf. Und wenn ihr an weiteren Videos von mir dranbleiben wollt, mich aber noch nicht abonniert habt, dann klickt auf Abonnieren. Ihr könnt mir auch sehr gerne auf Facebook und Instagram folgen. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.